Die Gemeinschaft des Kriegsopferbehindertenverbandes Dreiskirchen ist auch beim lustigen Faschingsfest in Möllersdorf gut spürbar. Es gab jede Menge ausgelassene Fröhlichkeit. Was seid ihr für Kartoffeln? Wir sind Kartoffeln aus Dreiskirchen, Eigenanbau. Und habt ihr recht erhetzt da? Ja, wie immer. Immer lustig hier. Und das ist ein Fest auch. Die Erdäpfel sind in Pfaffstätten immer zu Hause vom KABV. Da machen wir jedes Jahr ein Erdäpfelfest. Wie fühlen Sie sich als Erdäpfel? Super. Super gut. Kann man so bleiben? Ja, unbedingt. Ist ein bisschen eine erdige Angelegenheit? Naja, das macht nichts. Aber wir sind aus dem Erdäpfelland. Wir kommen aus Retz ursprünglich und da sind die Erdäpfel daheim. Sie sind ein begeisterter Tänzerschein. Ja, mit dem richtigen Partner und mit der richtigen Gesellschaft geht alles. Sie haben einen rechten Spaß hier am Fest vom KABV. Ja, haben wir. Ja, wir haben immer eigentlich viel Spaß da und es macht auch viel Freude. Nur es ist leider so, dass die Rollstuhlfahrer sich sehr behindert vorkommen und von anderen keine Hilfe annehmen wollen, weil sie sich genieren. Es gibt Leute, die wollen helfen und wir Rollstuhlfahrer glauben immer, sie haben Mitleid mit uns. Es ist nicht wahr. Nicht alle meinen es schlecht mit uns. Ich habe das mit Lachen und mit sehr viel Selbstenergie überwunden. Und jetzt sind Sie ein Vorbild für andere? Na, ich weiß nicht, ob ich ein Vorbild bin für andere. Ich bin für mich selber das Vorbild und habe auch die richtige Partnerin dazu. Und noch dazu werde ich von den KABV sehr, sehr unterstützt, speziell von diesem Verein, also Dreiskirchen. Sie haben sehr viel für uns über. Und machen auch sehr viel. Es gibt Reisen. Und es ist wirklich sehr, sehr viel Spaß mit Ihnen. KABV macht viele Veranstaltungen, viele Fahrten mit den älteren Leuten. Wir sind sehr aktiv. Ja. Wir haben ca. 180 Mitglieder und die sind auch immer fleißig dabei. Wir haben unser Faschingsfest heuer für eben Personen, die Behinderungen haben, noch einen Schlaganfall, noch Operationen, noch Gebrechen im Prinzip. Wir beraten Sie, wir unterstützen Sie beim Ausfüllen der Anträge und vertreten Sie auch, unser Verein vertritt Sie auch rechtlich mit Rechtsanwälten dann. Ja, tolles KABV-Fest, der viel für seine Mitglieder macht im Kriegsopfer- und Behindertenverbandsbereich und das ganze Jahr über viel Arbeit leistet, Servicearbeit leistet, bei bürokratischen Dingen auch Hilfe leistet, das manchmal nicht so leicht ist. Und ganz ein tolles soziales Klima, Zusammenhalt im KABV. Ich bin sehr gerne da, das ist wie eine kleine Familie für mich. Ich habe, glaube ich, in den letzten 10 Jahren keine Veranstaltung verpasst. So damals als Gemeinderat und Stadtrat, aber jetzt als Bürgermeister ist für mich wirklich eine Verpflichtung, auch den KABV zu unterstützen. Wir subventionieren auch den Verein stark. Es freut mich auch, was das soziale Netz in der Stadt anbelangt, dass wir miteinander weitergehen in der Stadt. Führst du deine Tränen?